Hallo und herzlich willkommen zu einer ersten Folge Secret Hitler mit dem Ben. Halt den Maul. Dem Markus. Ey. Dem Michael. Die Moral ist wieder saugeil hier. Dem Konsti. Jawohl! Dem David. Bist ein mieser Faggot, weißt du das? Und dem Tobi. Beste kommt am Schluss. Und dem Tegerweg. Und mir, dem Tegerweg. Also, Tobi, ein nettes Kompliment von dem Tobi, muss Tobi das, das Letzte kommt am Schluss. Weil Tegerweg ist das Letzte. Wir haben es. So. Also, wenn ich weiß, wie Secret Hitler geht, ich... Der schaut zu. Der ist ein scheiß Faggot. Der guckt einfach zu, der versteht es während dem Spiel, keine Ahnung. So, und jetzt habt ihr nochmal... Der Ganesha schreibt nochmal die kompletten, alle Regeln und alles kopiert. Ja, und das macht das Wichtigste. Also einfach unten in die Videobeschreibung. Oder ich pausiere einfach kurz und spiele eine Erklärung ein. Doch, vielleicht. Nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Denn hiermit ist das Video einmal kurz pausiert und hier gibt es eine kurze Erklärung, wie Secret Hitler funktioniert. Und zwar hat jeder eine gewisse Rolle zugewiesen bekommen. Es gibt zwei Faschisten, einen Hitler und die anderen sind die Liberalen. Die Faschisten wissen, wer der andere Faschist ist und auch wer Hitler ist. Hitler weiß dies nicht und muss im Laufe des Spiels probieren herauszufinden, wer denn seine zwei faschistischen Kollegen sind, und die Liberalen wissen überhaupt nichts. Das kann man ein bisschen vergleichen mit TTT, also Trouble in Terrorist Town von Garry's Mod. Da gibt es ja auch die Traitor und die, Innocents, genau. Und da wissen die Innocents nichts und die Traitor wissen aber, wer ihre Kollegen sind und so, und müssen sich dann umbringen eben, ne? Hier ist es eben ein ähnliches Prinzip. Die Runden laufen folgendermaßen ab. Es gibt jedes Mal einen Präsidenten. Und dieser Präsident darf dann einen Kanzler bestimmen. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel der liebe David Präsident ist und dann möchte, dass ich sein Kanzler werde, dann stellt er sein Schildchen vor mich und dann schlägt er mich zum Kanzler vor. Und dann hat jeder die Möglichkeit zu wählen. Das bedeutet, dafür sind diese Ja-Nein-Karten, die man in meinem Feld sehen kann. Und muss dann, muss jeder entweder Ja oder Nein vor sich legen. Und so wird dann bestimmt, ob das Ganze zustande kommt. Das ist auch vom Taktischen her relativ wichtig. Vor allem am Ende irgendwann, wenn man dann weiß, wer die Faschisten sind, also die Liberalen, dass sie dann eben die Faschisten nicht mehr an die Macht kommen lassen, damit eben die nicht das Spiel beenden können. So, jetzt sind Präsident und Kanzler bestimmt, die Wahl ist zustande gekommen und jetzt darf der Präsident drei Karten ziehen. Dann guckt er sich die an und darf dann eine Karte auf den Ablagestapel legen und dann gibt er die anderen zwei Karten weiter. Diese Karten sind entweder faschistische Karten oder liberale Karten. So, dann gibt er sie seinem Kanzler. Der Kanzler darf dann wieder die Karten angucken und eine davon weglegen. Und die andere, die dann noch übrig bleibt, muss dann gelegt werden. So, das bedeutet, damit können die Liberalen probieren herauszufinden, wer denn die Faschisten sind, anhand von dem, was dort gelegt wurde. Das heißt, die können dann, wenn da jetzt zum Beispiel von mir eine rote gelegt wird, dann könnte es entweder sein, dass der Präsident gelogen hat und eine blaue hat verschwinden lassen, oder er hat eben Pech gehabt und hat drei rote Karten gezogen. Und anhand dessen kann man eben probieren herauszufinden, wer die Faschisten und wer die Liberalen sind. Das Ziel der Liberalen ist es zusätzlich noch, da fünf liberale Karten auf das Spielfeld zu legen, und ist dies der Fall, haben die Liberalen gewonnen. Das ist relativ schwierig, denn es gibt nur sechs liberale Karten. Die Faschisten haben entweder gewonnen, wenn sie sechs faschistische Karten auf dem Spielfeld liegen haben, oder wenn nach der dritten Karte, die gelegt wurde, Hitler Kanzler wird, zum Kanzler gewählt wird. Dann haben auch die Faschisten gewonnen. Das bedeutet, die Faschisten müssen auch probieren, dass Hitler nicht unter Beschuss kommt und für liberal gehalten wird, dass der dann irgendwann gewählt wird.
Dann gibt es halt noch so Special-Sachen, die passieren, wenn rote gelegt werden. Zum Beispiel bei der zweiten, dass die Party-Roll-Karte von jemandem angeguckt werden darf. Und irgendwann werden halt auch Leute erschossen. Und diese ganzen Sachen, die ich jetzt erklärt habe, sind zwar allgemein ein bisschen viel, das macht aber nichts, überhaupt nichts, wenn ihr das jetzt noch nicht verstanden habt. Denn ihr werdet das schon verstehen im Laufe des Videos. Und das war jetzt nur, damit ihr die Grundlagen wisst, dass ihr dann nicht komplett auf dem Schlauch steht, wenn ihr jetzt das Video anschaut. Deshalb diese lange Erklärung. Ja, ich hoffe, dass das alles verständlich war und wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim weiteren Video. Das hast du aber schön erklärt, Ganesha. So, weiter geht's. Oh, danke schön. Habe ich natürlich wieder gut gemacht. Das einzig Wichtige ist, TGW ist immer Fascher. Richtig. Ja, natürlich. Ja. So, und jetzt habt ihr noch mal ganz kurz Zeit wegzugucken, also nicht ihr, die Mitspieler, sondern die Zuschauer. Wenn ihr nicht wissen wollt, wer was ist, dann guckt ihr jetzt einmal kurz weg. Alles klar, David hat auch weggeguckt, der will es also nicht wissen. Also ich guck voll drauf. Spoiler. Ah, ja. Weißt du, wer es wissen will? Will ich. Ah ja. Wow. So, jetzt könnt ihr wieder gucken, jetzt steht nichts mehr. So, dann können wir jetzt anfangen. Wer fängt denn an? Gesundheit. Okay. Boah, Alter. Und er ist weg. So, halt, stopp. So, komm schon. Oh, ich fange an, das gefällt mir aber. So ein Zufall, Rick. Alles scripted. Schiebung. Ganesha, vertrau mir. Der Würfel. Nee, dir vertraue ich bestimmt nicht. Ich nehme erst Markus. Yeah. Wenn ich Tobi Markus haben will. Leute, hier kann ich mir empfehlen. Ich jetzt glatt beim Tobi eingreifen. Beim Konstantin meine ich natürlich. Ja, ja, gönn dir. Aha, Markus. Aha. Ich bin nicht bereit für diese Arbeit. Ah ja. Ich glaube, Markus weiß, dass er Hitler ist und will sich. Ja, weil das schon funktioniert. Ja, jetzt weiß ich ja, dass du Hitler bist. Danke für die Info. Gerne. Du willst nicht Kanzler werden, um dich nicht zu verraten. Aha, richtig. Oh nein. Was will die drauf? Nicht die Ja-Karte. Nee, passt schon. Ich darf du ja darfst nichts sagen. Entweder eine Faschokarte oder eine Ja-Karte legen. Genau. Aha. Bei euch eigentlich das Spiel geladen? Warte, das ist der Ablagestapel, oder? Ja. Ich sitze auf der anderen Seite, weil es sonst im voll Ja, ich schaue auch in die falsche Richtung. So ja, voll schön. Alles klar, Markus ist falsch, der hat die Wahl gehabt. Ja, ich bin 100% falsch. Markus, du hast die Wahl gehabt. Nein, ich habe zwei rote gehabt. Ja, genau. Dafür hat er sich ein bisschen. Dafür hat er sich ein bisschen zu wenig aufgeregt, finde ich. Ja. Also ohne Witz. So ein mieser Fascho. Oh mein Gott. Glaub's nicht. Also das ist echt. Zum Dreist. Direkt in der ersten Runde, Alter. Ja, genau, die zwei. Ja, die beiden sind einfach ja, also das raus. Jetzt am Anfang ja, schon kann ich mitleben. Hauptsache Markus ist raus, dann ist mir alles lieb. So, also ich sag damit zweiter Kill. Verdammt nochmal, Tee, ja. Du darfst. Ja, Markus. Lüg du ruhig weiter. Ja, ich lüg nicht, du bist der mit zwei rote Karten gekriegt hat. Wie? Ja, genau. Wieso hört das nicht so weiter an, als ob ihr beide, während ihr euch beschuldigt, voll am Abgrinsen seid? Weil ich witzig finde, wie dreist Markus ist. Ist so dreist. Da kann man überhaupt nicht feststellen, wer von euch jetzt Bullshit labert. Der Markus labert Bullshit. Ja, wäre ganz schön. Ich weiß nicht, weil es immer der TGW-Fasche, Leute denken. Ja, immer. Und wenn ihr jetzt schon mit solchen Verallgemeinerungen kommt. Du hast gerade deine Karte hinten runtergebracht. Ja. Ich dachte, sowas fliegt da rum. Zwei Karten muss ich ihm geben, oder? Genau. Ja, beide. Beide von den dreien. Sehr schön. Also ich habe nicht die Wahl gehabt, das heißt, ich habe eine blaue weglegen müssen. Ja, ich habe ihm zwei blaue gegeben und eine rote weggelegt. Wieso auch immer. Benny ist halt sehr liberal. Ja. Ja, ich schon, halt oder? Dann noch safe. Nicht oder? Alle. Also, solange du nicht Markus nimmst, finde ich alles in Ordnung.
Solange du nicht Markus oder TKW nimmst, dann ja. Ja, mich kannst du auch rauslassen, aber solange du nicht Markus nimmst, ist alles super. Ach, solange nicht TKW nimmst, ist alles super. Das ist nämlich eh perfekt mit Audi. Mach Kuh. Das haben wir auch Spaß. Tobi, mach Kuh. Tobi, wo geht das? Chef, hol's mal eben kurz raus. Mach Kuh. Ja. Ich fand's schief schöner. Ich nicht. Dann mach eh. Okay. Ja, aber so sehen wir es nicht. Ich darf mein Kanzlerschild hinstellen, wie ich will. Ja, wenn ich es nicht in dein Feld, ja? Ja, solange was wir es sehen. Ja, ja. Oh. Das war doch zu mehr als 50% draußen. Schlechtes Spiel. Schlechtes Sache. Vielleicht nee, programmiert nach. Na. Kanzlerschild? No. Da hat wer Nein gesagt. Jetzt so darf das Kanzlerschild nicht sehen. Dachte Kacke. Er ist halt voll. Verrückter Mongo. Verrückter Mongo, Junge. So einen großen Feuerball, Junge! Okay. Okay. So einen großen Feuerball! Wird das jemand verstehen? Tobi, wie sieht's aus? Nö, ich versteh's nicht. Warte, die blauen Stapel. Ja, von den blauen drei. Das ist mein Schild. Na, kann ich auch. Boah, Alter. You spin me right. Meins dreht sich besser, meins dreht sich schneller. Ja, können jetzt vielleicht mal weitermachen oder so. Was ist das? Ich warte. Das hier könnte der Mond sein. Die Sonne. Alter. Ist ja nicht so, als würde ein Spiel nicht eh schon lang genug dauern. Ja, das ist die Sonne. Könntest du doch einen Puls setzen. Okay. Nee, konnte ich nicht. Das Wappresident ist die Erde. Warte mal, wie war es jetzt eigentlich? Das hatte. Das war Chancellor. Ja, ich war Chancellor, Tiff ist Chancellor. Leg's mal gerade, damit sich nicht umfällt oder so. Ja, nicht aufgeschickt. Ja. Kriegst ein EVF. Ja. Okay, auch ein guter. Na easy. Hat mich sogar die Wahl gelassen und ich habe eine blaue hingelegt. Stimmt das, Tobi? Ja. Okay. Wieso grinst du auch so sehr? Ich grinse nicht, ich esse. So, also, Ganesha und. Ganesha und Erster Gas am Kampf? Nein, hat Rücken immer. Dann nimm Ben. Genau, Gas am Kampf? Ja, keine Ahnung. Ben Michael, der ist zwar auch. Ich meine, du hast einen blauen gelegt, Michi, oder? Und am besten nicht Ben. Ist Michael Raffi? Ja. Okay. Ja, okay, Michael. Also, Leute, wir kennen uns natürlich alle ziemlich gut untereinander, Kappa. Mhm. Wer seid ihr eigentlich, Alter? Ja. Aber das ist eigentlich egal, wen du von den beiden nimmst, denn die haben ja zusammen gespielt. Von den beiden? Michael oder Ben? Ja, aber am besten nicht Ben. Weil? Ah. Also da wird das jetzt keine Antwort drauf, wenn ich einfach mal Ben jetzt, ja? Sehe ich auch so. Er hatte die Chance, ja? Ja. Ich hab mich schon ein bisschen gemobbt. Oh. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Auge um Auge, um Nein um Nein, Ben. Kann man schon mal ja sagen. Ich vergelte Gleiches mit Gleichem. Dann baue ich dich ein. Außer ich weiß es besser, wenn ich mich besser. Und wir sind gar nicht im Aufnahme-Channel. Hilfe, ich ziehe. Oh nein! Da können wir. Ja, David, zieh mal lieber die Karten. Oh. Ja, ja, gleich. Oh. Ja, halt. Alter. Wurde moved. So, das war Jetzt habe ich halt drauf scrollen müssen wegen euch im TS, nämlich weil ich sehe. Direkt so anstrengend. Und jetzt kannst du zusätzlich noch drei Karten ziehen, bitte. Ich zieh die grad! Ja, ist ja gut! Alter, was ist eigentlich mit dir? Ja, ich hab's eilig. Ich hab's eilig. Du musst schnell gewinnen, dann ist falsch. Ja, ist echt so, Alter. Tiger, wir will ja nicht, dass Hitler Kanzler werden darf und gewinnen. Ja, genau. Oh, wir müssen schnell gewinnen. TGW. Ich möchte ja nicht, dass Markus mit seiner Dreistigkeit durchkommt. Aber Dreistigkeit, das ist so toll. Ja, du warst so dreist, direkt am Anfang mich mit in die Scheiße zu reiten. TGW, kannst du aber nicht Präsident bist, du Kanzler. Moment, was? Wenn du Präsident bist, bin ich Kanzler, garantiert nicht. 100%. Außer es sind schon drei Runden Karten. Dann überlege ich mir das nochmal. Aber sonst bist du Kanzler. Du machst aber völliger Schwachsinn. Ja, der holt voll die fetten Calls raus. Ich hol voll die fetten Calls raus. Alles klar. Also ich hatte nur zwei rote. Ja, ich hatte drei rote Karten.
Ja, okay. Das kam ziemlich schnell. Ja, das wird ein zufälliger Präsident. David, du darfst den nächsten Präsident bestimmen, meine ich. Darf ich? Ach, ja. Stimmt, ja. Ja, aber ich darf. Hey, nee, darf noch jemand anschauen. Präsident, nur die Karte. Ach, stimmt, anschauen, oh, sorry. Anschauen ist das, ne? Sollte auch leid tun, Tigger. Also, ich bin der Meinung, dass David jetzt mal hier Markus oder mich anschaut, damit der hier. Ja, okay. Finde ich okay, ja. Ja. Ja, nimm TKW. Ja, aber dem können wir auch nicht trauen. Wieso können wir David nicht trauen? Weil er nicht confirmed ist, du kannst ja auch verschlüsseln. Du bist ja auch confirmed, jetzt sind wir halt hier, ja? Aber ich finde es komisch, dass der TGW unbedingt will, dass er mich oder den TGW anschaut. Hä, ich finde einfach, ich bin mir ja sicher, dass ich nicht Fascho bin. Markus, du riechst einfach krass nach Fisch, ja? Ja, genau, einer von uns beiden ist ja auf jeden Fall Fascho. Wenn er es kontrolliert haben will, dann kann es sehr gut sein, dass er sich sicher ist, Ding zu sein, also. Hä, da würde ich mich nicht drauf stützen, Markus. Okay. Okay. Ja, ich möchte mich. denn. Okay, so, kommst du, wenn du das sagst, dann vertraue ich. Ich meine nur, also. Ey, denn wenn David. Wenn David hier confirmed, dass einer von uns beiden jetzt der Fascho ist, ja, weil das ist ja auf jeden Fall einer von uns beiden Fascho, in dem Fall halt Markus, aber das ist jetzt mal Nebensache. Und ihr seid einfach beide dumm. Das und ja, und ihr seid beides Faschos und deckt euch damit, indem ihr euch gegenseitig beschuldigt. Ja, kann ja sein. Dann wird es aber Sinn machen, wenn ich einen anschaue, oder? Es ja, eben. Ergibt sowieso Sinn, wenn du einen anschaust. Ja, wir wissen ja nicht, ob du Faschos bist, oder? Ja, aber wir können es trotzdem mal anhören. Ob du Faschos bist, Bild. Ja, vielleicht bist du ja gleichzeitig Hitler, dann bist du Überfascho und sitzt doppelt. Der Überfascho. Überfascho. Der Fascho schlecht. Der ist der Überfascho. Was schon wieder, Markus? So wie dieser Leiter in dem Taxi. Ja. Ja, David, willst du was tun? Ja. Also ich finde immer noch, du guckst mich an. Muss ich Personenkarte oder? Markus, Party-Member-Karte. Okay, da. Natürlich umdrehen. Ja, schon klar. Nicht die herzeigen, wo gleich Hitler steht. Verdammt. Ganz unauffällig. Auf geht's, David. Bin ich gespannt. Gibt's halt so lange zu überlegen, das ist recht einfach. Okay, das war schon. Ja, guck. Okay. Markus, du bist ziemlich... Markus, hast du ernsthaft am Anfang eine rote gekriegt? Ja. Obwohl du die Wahl hattest? Nein, also, ich habe nicht die Wahl gehabt. Ganz kurz, es könnten auch TKW und David gemeint werden. Das merke natürlich ich auch. Deswegen, ja. Entweder sind die beiden liberal oder die beiden sind Faschos. Wir sind natürlich liberal. Also Markus ist ganz klar Fascho. Das andere. Dann haben die es natürlich gut gespielt. Also, Fakt ist auf jeden Fall schon mal, dass David und ich in einem Team sind. Ob wir jetzt liberal sind oder Faschos, das ist jetzt schon mal dahergestellt. Das die andere Frage. Ja, von dir weiß ich es nicht. Du könntest rein theoretisch auch Fascho sein. Warum sollte ich denn Markus beschuldigen? Also Markus ist Fascho, das ist einmal klar. Wir haben lautesten Schreiter Dreck. Darf ich, bin ich jetzt Präsident und darf wählen? Ja. Komm schon. Nimm Markus. Nein! Yay! Moment halt. Warum willst du jetzt den von zwei Leuten confirmten Fascho nehmen? Wenn ich die Wahl lassen kann, lasse ich ihm die Wahl und wenn er nochmal eine rote legt. Ja, aber es bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als dann die blaue zu legen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Er warum sollte er dann eine rote legen? Und wenn er mir die rote legt, dann ist er auf jeden Fall Fascho und dann kann er den anderen Fascho nicht als Präsident wählen, ja, weil er ab dann kann, ab dann kann Hitler, kann Hitler Kanzler werden. Ja, eben. Wenn er jetzt sowieso schon in der Scheiße drin ist, warum sollte er dann denn da nicht die rote legen, um damit dann... Nein, wenn du nicht wolltest, dass ich werde. Ja, ja, finde ich nämlich nicht gut, dass Markus hier überhaupt zur Wahl steht. So zum Präsident... machen, weil er dann nicht verrät. Also, man muss zwar sagen, jetzt wär's, also jetzt ist es eigentlich noch okay, wenn er jetzt Kanzler ist. Nee, finde ich nicht. Es ist allgemein nicht okay, wenn er Kanzler ist. Na, er ist Fascho, aber er ist... Ja, aber eben. Jetzt, egal, ja, aber wenn er jetzt Hitler ist, ist er egal. Aber es ist aber allgemein egal, was er ist. Also wenn er Fascho ist, dann legt er entweder eine rote, damit Hitler jetzt gewählt werden kann, oder er legt halt eine blaue, schön. Aber daraus sehen wir immer noch nicht, ob er jetzt nur liberal ist oder nicht. Aber ihr kriegt automatisch eine blaue dazu. Ja. Automatisch. Automatisch. Bist du der blaue Automat, oder was? Ja, okay. Schon. Außer der Konstitution. Auch wenn er zwei rote kriegt, dann macht es einen Hokuspokus. Ach ja, sorry. Also ich finde die Wahl nicht gut. Ich sehe es voll ein, wenn du Nein wählst. Kann ich verstehen, aber... Denk nicht dran.
Nee. Ich nehme das jetzt mal. Naja, ja. Alles klar. Ich mache wahrscheinlich einen Fehler, aber ich vertraue in der Hinsicht einfach der Ganesha. Und sie? Oh ja, ja. Ich dachte, wir kommen jetzt lange reden, dass das jetzt vielleicht falsch wird von Michael und so. Ah! Okay. Den kompensiert das so gut. Rot, 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 grün. Hoffentlich ist Markus nicht ganz so verarmt. Gibt's da Rot-Blau-Schwäche? Ja, komm, Markus, mach hin. Ja, ich habe ihn die Wahl gelassen. Ich habe eine Blau weggelegt, habe ihm die Wahl gelassen. Aber das kann euch ja wurscht sein, weil das heißt ja nur, dass ich nicht als Rot hinlege. Ja, so haben wir in einer Runde einfach eine Blau gemacht, ohne weiterzukommen und dann von uns sprechen. Gib her! Stört mich jetzt. Ich hab das nicht genommen. Ich weiß, ich hab's weiter Markus hat's gegeben. Ich will ja, dass er Kanzler wird, was soll ich sagen? Ja, aber ich find's trotzdem gut. Ja, warte mal kurz. Michael, du vertraust mir doch. Wenn Markus jetzt... Jetzt nicht mehr! Wenn Markus die Chance hatte, Kanzler zu werden... Markus kann immer noch Hitler sein. Das kann immer noch Faschus sein. Ja, wieso eben. Jetzt nicht, das hat jetzt überhaupt nichts ausgesagt. Nicht wichtig, wer Hitler ist. Wenn du Hitler spielt ja normalerweise liberal. Also hat. Ja, normalerweise. Ich mische übrigens kurz die Karten ins andere Deck, weil es sind nur noch zwei. Nee. Das ist die letzte. Die zwei müssen noch gezogen werden. Achso, okay. Nein, aber warte. Ruffin will jetzt TKW nehmen? Ja. Ja, und das ist auch das genauso. Das kann dir ja auch egal sein, weil noch würde Hitler ja, nicht gewinnen. Ich will eigentlich, es ist eigentlich noch wirklich noch scheißegal. Ja, eben. Ich will eigentlich nur gucken. Ja, aber dann hätte es vorher auch scheißegal sein müssen. Ja, genau. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier anders sein sollte als bei Markus. Ja, die Sache ist halt einfach, Ganesha ist nicht so einer. Selbst wenn er Fascho ist und ich ihm die Wahl lasse, würde er trotzdem die blaue legen. Außer wir wären jetzt bei 4 blauen Karten. Alles klar. Aus Prinzip. So. Kann ich schon wieder getriggert? Es stört mich eben. Okay, Michael hat mir 2 Rote gegeben. Richtig, ich habe 3 Rote gezogen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt 3 Rote, also dass die letzten Karten 2 Rote waren, war sehr, sehr hoch. Mhm. Das stimmt ja, sogar, weil es war confirmed, dass 2 blaue Karten im Ablagestapel waren. Genau. Also das genau, kann ich nicht in der Koop abkaufen. Ja, ich bin immer noch liberal, ist halt so. Moment, das heißt, Markus hat eine weggelegt am Anfang. Gesagt haben, so. Genau. 100%. Ja. Der eine hat gesagt, er hat sie weggelegt, der andere hat auch einem die Wahl gelassen. Ich habe einmal... Also Markus hatte die Wahl und hat sie weggelegt, die rote. Ja. Genau, ich habe zwei blaue bekommen und habe eine davon weglegen müssen, um die eine zu legen, genau. Ben hat eine... Ich habe eine rote weggelegt. Und hab dem Ruffy 2 blau ergeben. Ja, das habe ich ja, genau. Ja, dabei ist aber auch eine blaue weggekommen. Ja, genau. Also, mal gucken, jetzt darf ich bestimmt wer Präsident werden. Genau. Ja. Also ich würde sagen, am liberalsten hat ja bisher Tobi gespielt, oder? Mhm. Ach so. Deshalb würde es Sinn machen, ihn als Präsident zum Präsident zu nehmen und nicht als Kanzler. Ja, was hat Tobi bis jetzt gemacht? Ich hab dem Konstru als Kanzler gewählt. Ja, wir haben dann eine blaue gemacht, glaube ich. Weißt du was? Ja. Ich nehme da. Mich? Ja. Okay. Das heißt? Weil David hat nämlich bei Markus gesagt, er ist Fascho. Gibt's die Schilder weiter? Geht das jetzt weiter? Nee. Die das gehen nicht weiter. Außerordentlich, okay. Glaube ich. Ja, was macht das die Karte da draußen? Da ist es ja. Ich wähle. Achso. Ah, nevermind.
Will ich also, nicht als Präsident? Ja, okay. David kann auch jetzt jeden nehmen, oder? Kann ich jetzt jeden nehmen? Egal, ja, du kannst jetzt auch mit den Karten nehmen. Echt? Nein, Markus und ich können okay. Du kannst zum Beispiel Markus nicht wählen und Tivadion nicht als Kanzler. Markus wäre sowieso eine schlechte Wahl. Okay, also die schützen sich trotzdem. Genau. Ja. Aber sie gehen halt jetzt nicht weiter. Das heißt, nach der Runde bist du nicht previously elected Präsident. Ja, ja, okay. Ja, sondern du, oder? Ja. Ja, dann geht das Schild nämlich weiter zu Markus. Sollten sie nicht trotzdem zu dir schon gehen? Nee, weil das ist gerade immer noch außerordentliche. Ja, aber du warst der Letzte. Du weißt auf jeden Fall, die gehen nicht weiter, ja? Auf was muss man jetzt eigentlich aufpassen, dass der Hitler nicht Präsident wird, ja, oder dass der Hitler nicht Kanzler. Kanzler wird? Kanzler. Kanzler, genau. Hitler wird nicht Kanzler werden. Das muss gewählt werden erst natürlich. Also, das bedeutet, okay. David, du hast die Wahl zwischen Michael, mir, Ben und Tobi. Okay. Wer hat davon am liberalsten gespielt? Tobi, würde ich sagen, oder? Tobi? Jetzt will ich Tobi nicht wählen. Alter. Ganesha sagt es für mich nämlich aus überhaupt keines der logischen Basis tatsächlich heraus. Zwischen was denn? Dass Tobi am liberalsten gespielt hat. Es ist einfach so, er hat die meisten Blauen gelegt, oder Tobi? Oder habe ja, ich mich da verzählt? Das sagt doch genauso viel. Ich habe Konzil die Wahl gelassen. Ja, es kann dann. Ich bin mir relativ sicher, dass Tobi liberal ist. Solange nicht oder er ist halt Hitler. Hey, warum? Was ist mit Ben? Scheiße. Oder. Ben hat nämlich auch relativ liberal gespielt. Ich hab, solange TGW oder Markus nicht kriegt, ist mir das wurscht. Markus kann es eh nicht sein. Markus kann es eh nicht sein. Und wenn ich nicht bin, ist mir das auch wurscht. Also ich überlege gerade zwar. Ich meine, ich weiß zwar, dass ich nicht Hitler bin. Also Michael, Entschuldigung, ich weiß nicht. Ich würde Ben nehmen. Aber ich würde eh keinen, also. Wir brauchen den Würfel. Ganesha, warum hast du den gelöscht? Tja. Ja. Also wir können ja, wir müssen ja jetzt eigentlich einen Schuss ins Schwarze, also halt, ne, ins Leere, also keine Ahnung, soll ich das beschreiben. Wir müssen halt... Jetzt kein Schuss in den Ofen. Ja, genau. Warte, darf ich kurz fragen, wenn wir jetzt alle Nein nehmen würden, dann verschiebt sich diese... Was passiert Präsident? Ist das dann verschiebt sich diese Diskussion nochmal um eins weiter. Ja, dann das, wir müssen diese Statue da weiterschieben. Also zu sagen, wenn jetzt eine Nein war... Das ist dann einfach weg und das geht wieder in der Runde weiter. Ja genau, wenn die Wahl nicht zustande kommt, dann würde der Präsident trotzdem weiter zu Markus gehen. Ich würde das Schild bekommen, aber wenn dann nochmal die Wahl nicht zustande kommt, würde das Präsidentenschild bei mir bleiben. Ich sehe schon. Markus, du kannst dich zurücknehmen. Du hast schon gelegt gehabt. Ja, ich habe die gleiche wieder zurückgelegt. Okay. Ja, dann dreh. Ja. Bist du Hitler? Ja. Bist du Hitler? Ja! Was? Sag ich ja. Danke, Markus. Du Arsch. Danke, Markus, für den Vorschlag. Sehr schön. Den Ben zu nehmen. Ja, ich habe mir eher gedacht, dass du als der Ben, weil du den zuerst verfangen hast, deswegen. Aha, genau, das wollte ich nämlich. Ich wollte drücken, weil ich mir dachte, nachher bin ich Präsident, hätte ich das sicher. Ja, Gott sei Dank hast du schon gelegt gehabt, Markus. Ja. Aber es wäre eh zustande gekommen. Okay, Markus, was für ein scheiß Liberaler bist du? Rote hingelegt am Anfang. Was hätte ich machen sollen? Ja, zum Beispiel dagegen sprechen und nicht. Ich habe eine Rote. Ja, Markus, das habe ich aber ich hatte nicht die Wahl. Ich habe Markus ein bisschen empörter sein in deiner Verteidigung. Ja, aber ich habe übrigens wirklich drei Rote gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Markus und David sind die Faschisten. Ich habe kurz überlegt, ob ich Ben nachschauen soll. Wir waren uns doch alle einig, dass wenn es David ist, dass es TKB auch ist. Ja. Das sagen wir so. Ich war mal nicht da. Ich war nicht so einig. Alles klar. Das war eine schöne Runde. Ja. Fickt bin ich auch. Okay, Michaels Prediction von gestern hat sogar zugetroffen und ich war wirklich Fascho. Ja. Laut meiner nächsten Prediction wird David nächste Runde Hitler. Okay, bin ich gespannt. Weiß ich jetzt schon, wenn ich als erstes abschießen will. Tja, David, freu dich schon mal auf die nächste Runde. Wir hoffen mal, dass du zuerst Präsident wirst, ne? Ja. Gut. Ach, ja. Dann aufräumen und
Bis auf in die nächste Runde. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Runde, danke fürs Zusehen. Ciao, ihr Flaggens. Yo.